not disturb. Do not disturb. Had heartaches before. Bitte nicht stören. So do not disturb. Ja, in dem Zimmer tut sich wirklich was. Jawohl, da geht es rund. Wenn zwei verrückte junge Eheleute aus Amerika, Doris Day und Rod Taylor, halb Europa durcheinander bringen, da bleibt kein Auge trocken in Bitte nicht stören. Sind Sie schon mal in London von Ihrem Mann so liebevoll auf den Arm genommen worden, dass Sie nicht mehr wussten, wo der Tower steht? Doris, ja. Haben Sie schon mal in England eine exklusive Fuchsjagd platzen lassen? Doris, ja. Nein, den dürft ihr nicht haben! Nein! Aufhören! Lasst ihn zufrieden! Nein, nein, nein! Kusch! Ich sagte Kusch! Haben Sie schon mal Ihr Haus in einen total verrückten Zoo verwandelt? Doris, ja. Haben Sie schon mal Ihren Mann mit seiner Sekretärin nach Schottland fahren lassen auf Geschäftsreise? Doris, ja. Ich dachte, die Nächte in Schottland wären kühl. Ist Ihnen schon mal bei einem Flirt Ihr Mann dazwischen gekommen? Doris, ja. Und wenn Sie noch der Chef Ihres Mannes im Nachthemd durchs Hotel jagt, na, dann muss es ja rund gehen. Ich suche Ihnen einen Liebhaber. Einen was? Ich will jetzt zu meiner Frau. Aber ist Janet denn in Paris? Janet ist in Paris mit diesem Playboy, den Sie ihr aufgehalst haben. Auf Paris! Und die Liebe. Und die Liebe. Das wird eine Nacht. Eine unvergessliche Nacht. Ja. Und dies ist auch eine Nacht, die unvergesslich bleibt. Mit unserer Doris Day. Zu null für Doris Day. Die beste Doris Day, die es je gab. In einer Garderobe, die selbst ein Millionär auf Raten kaufen müsste. Und von den harmlosen Scherzen ist das hier noch der harmloseste. Hoppla, das falsche Schlafzimmer. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber... Oh, bitte nicht stören.